So, da sind wir wieder bei Beyond Two Souls und immer noch mal angezockt. Bar 2. So, sie sucht ein ruhiges Plätzchen, haben wir gesagt. Ah, hier müssen wir mal gucken, ob wir ein ruhiges Plätzchen finden hier, ne? So, aber eigentlich wollte ich ein ruhiges Plätzchen suchen und nichts trinken. Elisabeth, Sie sind unserem gemeinsamen Freund gekommen. Mhm. Ein Drink vielleicht? Wir sollten uns besser kennenlernen. Später vielleicht. Wie Sie wünschen. Dann bis später. So, kann ich jetzt endlich mal weitergehen? Und hier könnte vielleicht ein ruhiges Plätzchen sein, oder? Ach nee, doch nicht. Ich spiele hier Musik. Das ist nicht so ruhig. Kann man hier mal das Building drehen, oder was? Ich will nichts essen. Gehen wir denn mal zu hinterher? Vielleicht hier dann? Hier komme ich, glaube ich, her, oder? Nee, hier gehen wir nicht her, warte mal. Vielleicht hier hinten lang? Ah, hier ist der gleiche Weg. Moment mal. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ach, sie zeigt es gerade hin. Gut, also da lang. Einen ruhigen Platz. Gucken wir mal. Ja, geh doch mal weiter. Da bleibst du denn stehen, immer zu. Was guckst du denn, geh mal aufs Klo, ne? Na, als dann für London. So, auf, rein ins Klo. Oh, schickimicki, oder? Oh, was fällt denn das, Mensch? Mädchen. Aiden, Aiden, bist du bereit? Aiden, also hat sie doch noch eine Persönlichkeit. Also Räume. Dahinter ist ein Safe. Jemand extra. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Gut, also oben im Dingsbums irgendwo. Uiuiui, durch die Wände geflattert. Da bin ich denn jetzt mal. Gott nochmal, hallo, ich. Oh, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Moment, ach, jetzt habe ich, glaube ich, richtig. Wo sind jetzt die Türe hier, Mensch? Hallo? Ach, jetzt bin ich wieder in den Klo. Ach, jetzt bin ich, glaube ich, hier. Moment, geht's hier gleich hier raus? Schnell, Aiden. Schnell. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ach, ne, entschuldige nur, Mann. Du wolltest doch, dass ich hier lang gehe. Wie sagt sie wieder? Ich bin nicht so, du, wenn es weh tut, Mensch. Also, warte mal. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskamera. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Du musst zuerst die Wache ablenken. Lana. So, jetzt, ja? Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Also dann los, hopp, schnell rein hier, oder was ich überall immer hinflattern soll. Flatter, flatter, hier lang, oder was? Irgendwas
Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Schalter. Such den Item. Such den Item. Hier ist was. Haben wir es gefunden? Ja, perfekt. Lift. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Ja, ich brauch doch schon hin, Mensch. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Die hatte schon aus dem Blut, Mensch. Und die Aachen. Heide, nein, wie ist mit Dämon? Nicht so gut. Halmina hat den Unag. Arraja! الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراه السيدات عاوز اسم فراون بلو ايها المنحرف sehen sie Ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Wie toll, oder? Jetzt hat ihr meine Dorten geklaut. Die lief die Olle, hätte so eine Windel drauf oder so. Alles. Also ich sag mal so, diese Eiden oder wer auch immer, das ist, hilft ihr ja, aber irgendwie schadet sie ja doch, ne? Und diese normalen Kräfte da oder wie auch immer. Es ist also jetzt nichts von ihr, es ist was anderes irgendwie. Muss er das Gesicht trocken machen? Nee. Wir sind jetzt... Entkräftet ist er. Die Botschaft haben wir erledigt. Ist aber Arbeit-Trophäe, ne? Ist aber schön. Aber Wahnsinn. So, die Party. Haben wir jetzt zur Auswahl. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Dann geh mal halt. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten. Das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen.
50 Jahre altes Buch. Den kenn ich irgendwoher, diesen Mann hier. Ja, mal gucken, wa? Ob das taucht hier, unsere Party hier. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Partytime! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Lasst uns feiern. Na, guck mal, wo die Musik ist hier. Ja, herrlich, alle Rollos runtergelegt. Guck mal, was haben wir denn da? Rock, Bob, Rock, Country. Ja, nicht Rock vielleicht. Oder Disco. Oder Bob. Ja, dann mal halt. Wird schon gut sein. Was für ein Gedudel ist das denn? Voll. Na also, weißt du, was anderes war nicht zur Auswahl. Was Richtiges für eine Party. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, ist okay. Ja, klar. Immer her mit Party. Bis was an. Mitmache. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Hey, der tropft das Bier raus. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Ne, die mögen mich, glaube ich, nicht so. Was ist denn hier? Ach so, setzen. Willst du mal? Ach so, mal ziehen. Ja, du herkommen. Klar. Ach so, muss er nehmen. Erstes Mal, ne? Ging mir damals auch so. Kommt sie noch mal. Und noch mal. Und los, hopp. Immer rinnen die Birne. Perfekt. Alles okay, Jody? Du benimmst dich etwas strange. Oh, lass mir mal ruhen. Hey, Bleichgesicht. Ist wirklich alles klar? Naja, ich suche nur den Dürrknopf hier. Das ist nicht gerade heiß, Jody. so siehst du ja echt schräg aus. Hallo, wo macht sie denn nichts mehr? Alles klar. Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frag mich dasselbe. Weißt du, hast es mir gesagt. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist.
ausgehen, Freunde haben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Nee. Kann man hier irgendwas anderes nachgucken? Oder muss ich jetzt irgendwie in die Strickfilter eingehen? Ja, ich muss da reingehen, gut. Menu? Da ist die Falschgeld rum hier. Hock ich mich halt mal hier wegen. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich wüsste bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York. Mann, ich liebe New York. Das ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Auf Geister stehe ich. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich habe eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art, wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt da? Ja, voll ich. Ja. Oh. Ja, ihr hört uns gerade zu. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ja, womit? Gern. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Du hast was wirklich Besonderes an dir. Ich finde, du bist auch besonders. Flirten noch hier nebenbei, ne? Bagger. Leute,
Warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was. Okay. In Ordnung. Und was wirst du jetzt tun, Jodie? Wird schon sehen. Seid ganz still. Nicht bewegen. Ich hab solche Angst. Ich hab mich gerade eingepisst. Klappe, Steven. Da. Da war doch was. Sei nicht dämlich, Emma. Da ist nicht. Ich schwöre es. Ich hab's gespürt. So als ob jemand direkt hinter mir gestanden hat. Zur Hölle war das? Ich friere. Was ist bloß hier los? Na? So, ihr werdet sie haben, ne? Kann man Schluss machen oder was? Ach so, ist es jetzt gone oder was? Wollt ihr noch was sehen? Mein Gott, dann machen wir halt noch was, wenn ihr Bock habt. Der Tisch! Seht mal der Tisch! Seht mal der Tisch. Was haben wir noch? Das reicht mir jetzt. Ja, mir auch. Das war wirklich gruselig. Ja, habt ihr gesehen. Ich hab nicht gewollt, dass einer Angst kriegt. Sorry, ich... Ihr wolltet das alle und... Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Na gut, packen wir mal die Geschenke aus. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Ein Mini-String. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Mhm. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, mögen sie nicht. Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten... Ja, jetzt habt ihr mich aber verärgert, glaube ich. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen! Schnappt sie euch! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit, bring uns deine mächtige Magie! Oh. Keine Ahnung. So, bevor es hier weitergeht, sehen wir uns gleich wieder. Bitte!